willkommen zurück bei Eurogames und zum ersten Vlog. Wir sind in Frankfurt. Wir, das bin ich, der Nick und das ist Terence. Hi. Wir schauen uns die Dota 2 Meisterschaft an von der ESL in der Commerzbank Arena. Und ich hoffe, ihr genießt den Vlog und damit viel Spaß. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer Unterkunft bei meiner Tante. War ein bisschen chaotisch alles. Terence, du bist kaputt oder was? Ja, ich bin tot. Ja, es war ein bisschen chaotisch. Wir haben erstmal schauen müssen, welche Bahntickets wir kaufen müssen, was total kompliziert war. Dann haben wir fast eine halbe Stunde lang, gewartet, bis wir meine Tante mal gefunden haben. Also es war alles total stressig. Ja. Für euch geht es auf jeden Fall dann morgen weiter von der Commerzbank Arena. Wir sehen uns. Ciao. So, wir sind jetzt hier an der Commerzbank Arena, wie man leider nicht sehen kann, weil Bäume im Weg sind. Ja, Terence, was erwartest du von dem heutigen Tag? Ich erwarte, dass wir heute bombastische Dota-Spiele sehen. Das erwarte ich heute. Okay, ja, ich erwarte auch ein paar geile Spiele. Ich bin gespannt, wie die Stimmung ist und wie das Ganze aufgebaut ist. Und dann schauen wir nachher mal, wie es drin aussieht. Tschüss. So, der erste Tag ist jetzt vorbei, von zwei Tagen. Ich muss sagen, war sehr geil, geile Stimmung im Stadion, die Matches waren geil, vor allem das letzte Match mit Secret gegen Fnatic. Ja, was sagst du noch so zum Tag? War geil und Leute, die Dota spielen da draußen, pick Techies, Techies ist toll. Ja, das letzte Match war einfach nur krass, die haben Team Secret hat Techies genommen und geowned. Das war einfach nur krass, also ich habe ein paar Videos gemacht, die werdet ihr im Anschluss noch dann sehen, was da das passiert ist. Und jetzt schauen wir mal, wie der Tag 2 morgen wird und damit gute Nacht. So, wir sind jetzt gerade im Bus wieder zurück nach Tübingen. Wir haben leider jetzt heute gar nichts mehr gefilmt, weil ja, wir auch eigentlich nicht viel zu filmen hatten. Es war eigentlich, man kann so fast sagen, das gleiche wie gestern. Mhm. Aber trotzdem, mein Fazit ist, affengeil. Was Besseres gibt es nicht. Ja, es waren nur geile Matches dabei. Es war nie langweilig. Gut an den Ständen und muss man sagen, zu voll, aber es ist halt auch schwer zu lösen. Ich meine, es ist hier eine Arena, das Feld, könnte man nicht besser lösen, aber ja, sonst fand ich es recht geil und wie fandst du es? War ziemlich geil, nur dass die Preise verdammt teuer sind. Ja, die Preise sind echt teuer, also Cola 5 Euro und Wasser 4 Euro. Essen, finde ich, ging von Preisen her.
Also das war noch so im Grenzbereich, fand ich. Aber sonst Getränke waren echt viel zu teuer. Und sonst würde ich sagen, ich hoffe, der Video hat euch gefallen. Schaut ruhig rein, was man verbessern kann. Was, denke ich, fehl sein wird. Und man sieht sich das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.